Duisburgs OB in der Kritik. Nach seiner Äußerung, er hätte gerne mehr Syrer statt Osteuropäer in Duisburg, hat sich Oberbürgermeister Sören Link nun offiziell entschuldigt. Auf der SPD-Tagung zur Flüchtlingskrise in Berlin hatte er am Dienstag einen Satz geäußert, der bei der Mehrheit auf heftige Kritik stieß. Hintergrund war die Aufforderung Sigmar Gabriels an die Oberbürgermeister und Landräte aus NRW, die Situation in den Städten so konkret wie möglich darzulegen und nicht zu beschönigen. Link bedauere, dass er für seine Botschaft in einer emotionalen Debatte nicht die richtigen Worte gefunden habe, erklärte er. DGB in Duisburg zieht erste Mindestlohnbilanz. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat nun eine Bilanz des Mindestlohngesetzes gezogen. Gut 8 Monate nach der Einführung sei deutlich, dass Beschäftigte vom Mindestlohn profitieren, so die DGB-Vorsitzende Angelika Wagner. Es gibt deutliche Lohnsteigerungen, teilweise bis zu 9,3%, so Wagner. Außerdem beweise die Duisburger Arbeitsmarktstatistik, dass allen Unkenrufen zum Trotz keine Arbeitsplätze vernichtet worden seien. Positiv wertete Wagner auch die Entwicklung bei den sogenannten Aufstockern. Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit wird erwartet, dass die Zahl der Menschen, die trotz ihrer Arbeit zusätzlich Arbeitslosengeld II Anspruch haben, weil ihr Lohn so niedrig ist, in diesem Jahr bundesweit um rund 60.000 Menschen sinken werde. 8,2 Milliarden für Wirtschaft und Forschung, Gesamtetat des Ministeriums auf Rekordniveau. Erstmals in der Geschichte des Landes sollen für Wirtschaft und Forschung mehr als 8 Milliarden Euro bereitstehen. Das sieht der Haushaltsentwurf 2016 vor, den Wissenschaftsministerin Svenja Schulze im Ausschuss von Innovation, Wissenschaft und Forschung vorgestellt hat. Der Gesamtetat für Wissenschaft und Forschung steigt gegenüber dem Vorjahr um 5,5%, von 7,8 auf 8,2 Milliarden Euro. Allein den Hochschulen sollen mehr als 5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Im Bereich Forschung und Lehre in der Medizin kommen noch einmal über 1,1 Milliarden Euro hinzu. Lange nach der Industrie. IHK ruft Interessierte zur Teilnahme auf. Industriebetriebe öffnen am 29. Oktober ihre Türen. Anlässlich der Lange Nacht der Industrie haben Interessierte die Möglichkeit, hinter die Kulissen von regionalen Unternehmen zu schauen. Die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve ruft interessierte Besucher auf, sich jetzt noch einen begehrten Platz zu sichern. Auch am Niederrhein beteiligen sich zahlreiche Betriebe an der Aktion, darunter unter anderem die ThyssenKrupp Steel Europe AG sowie die Grillo-Werke in Duisburg. Weitere Details und eine Anmeldung erfolgt unter www.langenachtderindustrie.de. Grau und regnerisch zeigte sich heute das Wetter über Duisburg. Morgen setzt sich dann endlich wieder die Sonne durch. Es ist heiter bei 10 bis 20 Grad. Der Samstag bringt uns dann einen Mix aus Sonne und Wolken. Bei 14 bis 18 Grad ist die Regenwahrscheinlichkeit eher gering. Am Sonntag ganz ähnlich. Ein Sonne-Wolken-Mix beschert uns 10 bis 18 Grad. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Autofahrer, nehmen Sie den Fuß vom Gas. Die Ordnungshüter führen auch morgen wieder Geschwindigkeitskontrollen durch. Geblitzt wird unter anderem auf der Adamstraße in Röttgersbach und auf der Königsberger Allee in Düssern. Und Baustellen verhindern die freie Fahrt. Ab sofort und voraussichtlich bis Mitte Oktober 2015 ist die Fahner Straße aus Richtung Krankenhaus hinter der Fundbergstraße bis zur Einmündung Nordstraße gesperrt. Die Einmündung Mühlbachstraße ist ebenso gesperrt. Eine entsprechende Umleitungsempfehlung ist ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Und in Walsum ist die Herzogstraße voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen der Straße auf dem Röttgen und der Kreuzung Herzog-, Stein- und Oswaldstraße. Eine Umleitungsempfehlung ist ausgeschildert. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.